Hallo und herzlich willkommen zu Mitgedacht, heute aus Heikendorf, aus der Gartenanlage mit dem Blick in die Weite, in die Ferne, vor einem Pflaumenbaum. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum wir hier sind, denn ich erinnerte mich für das Thema von heute, für diese kurze Andacht, an eine Geschichte meiner Großeltern mit einem Pflaumenbaum. Meine Großeltern hatten früher in ihrem Garten, das war so ein ganz kleiner Terrassengarten, und die hatten so einen Pflaumenbaum. Und es gab Jahre, da hat er unglaublich viel Pflaumen gebracht, sodass keiner mehr konnte vor lauter Pflaumen, weil alle schon Pflaumen geschenkt bekommen haben und Pflaumenkuchen und Pflaumenmus und Pflaumenmarmelade und was weiß ich. Und es gab Jahre, da hat er gar keine Frucht gebracht, so überhaupt nicht. Sodass wir den schon umschneiden wollten. Der Garten gehört mittlerweile nicht mehr meinen Großeltern, irgendwo ganz fern im Erzgebirge, aber den Pflaumenbaum, den gibt es noch. Und immer wenn ich daran vorbeifahre, wenn ich mal zu Hause bin, dann schaue ich diesen Pflaumen, dann halte ich Ausschau nach diesem Pflaumenbaum, den man von der Straße aus sehr gut sieht. Der Evangeliumstext für dieses Wochenende ist ein Wort von Jesus aus dem Johannesevangelium. Und das heißt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jetzt fragst du dich vielleicht, Mensch, Weinstock hätte ja auch im Weinberg fahren können. Ist richtig, aber bei dieser Geschichte erinnere ich mich immer an diesen Pflaumenbaum, der manchmal wirklich unglaublich viel Frucht gebracht hat und manchmal gar nichts, sodass man ihn am liebsten liquidieren wollte. Und so ist meine Erfahrung mit den Dingen, wo wir uns anstrengen und wo wir etwas tun wollen. Es gibt Momente, da setzen wir alles in eine Sache. Egal, ob das ein Projekt ist in der Kirchengemeinde, in unseren Städten und Dörfern, in unseren Familien, unseren Beziehungen. Da geben wir alles rein und es kommt einfach kein Ertrag. Nicht das, was ich mir gewünscht habe, einfach gar nichts. Und da will man am liebsten alles ausreißen und fertig machen und sagen, so, jetzt ist gut, jetzt mache ich gar nichts mehr, jetzt habe ich die Nase voll. Und es gibt Momente, wo aus Gründen, die wir manchmal gar nicht wissen, der Ertrag auf einmal da ist. Und beides habe ich hier in meiner Arbeit mit den Menschen schon erlebt. Viel Anstrengung, viel Ertrag. Wenig Anstrengung, viel Ertrag, viel Anstrengung, gar kein Ertrag, sodass man am liebsten hinschmeißen wollte. Und das Wort von Jesus hebt das nochmal auf so eine viel grundsätzlichere Ebene und sagt, ja, wenn ihr an mir bleibt, die Kraft von mir erhaltet, dann wird es Frucht bringen. Vielleicht manchmal so eine Frucht, die man gar nicht sieht, wenn man sich anstrengt oder was aufbauen will oder was schaffen will, eine Aktion plant oder versucht, innerhalb des Freundes- und Familienkreises etwas anzuschieben. Manchmal dauert das. Und dann kommt der Ertrag erst viel, viel später. So wie wir das bei diesem Pflaumenbaum, der noch gar nicht so alt ist, noch gar nicht wissen, wann der das erste Mal tragen wird, wie hoch der Ertrag sein wird. Vielleicht ist die Pflanzung derjenige, der den gepflanzt hat, vielleicht dauert das sehr, sehr lange, bis er Ertrag sehen wird. Aber das Wort von Jesus aus dem Johannesevangelium ermutigt uns dazu, an diesen Ertrag zu glauben. Zu sagen, wenn ich mich auf Gott verlasse, mit diesem Wissen etwas beginne, dann stelle ich mich darauf ein, dass der Ertrag nicht immer in meiner eigenen Macht liegt, sondern manchmal Zeit braucht. Manchmal braucht es mehrere Anläufe, um wieder was zu reparieren, was kaputt gegangen ist. Nicht nur mechanisch, sondern auch beziehungstechnisch. Manchmal dauert es lange, bis wieder was wächst, wo davor gar nichts war. Und diese Unsicherheit, diese Ungewissheit gehört vielleicht dazu, zu diesem Leben in Gott. So ein bisschen wie hier drauf zu warten, in welchem Jahr wird er denn die ersten richtigen Pflaumen bringen? In welchem Jahr werden wir einen Ertrag haben, wo wir sagen, ja, der ist so gut, dass wir was damit machen können, vielleicht sogar im Übermaß noch abgeben können. Und gerade jetzt,
in einer Zeit, wo ganz viel auf Effizienz basiert und auf Optimierung, dich selbst zu optimieren, deine Beziehungen zu optimieren, deine Arbeit zu optimieren, das an deinem Haus, deiner Wohnung, was auch immer du gerne machst und wofür du dich einsetzt. Das Wort Jesu aus dem Johannesevangelium steht dieser Optimierung ein bisschen entgegen und sagt, es liegt in meiner Hand und es liegt nicht in deiner. Und manchmal muss man warten. Manchmal braucht man einen langen Atem, sehr viel Geduld und muss beobachten. Und das muss ich lernen. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du, dass es dir schwerfällt zu warten, wenn du was anschiebst, wenn du was pflanzt, egal ob es eine Pflanze ist oder irgendeine Sache, die dir wichtig ist und die du voranbringen kannst in deinen Lebensumständen, die du so hast. Dieses Wort, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ohne mich könnt ihr nichts tun, das will ich dir mitgeben für die nächste Woche in allem, was du anfängst, in allem, was du weiter beobachtest und in allem, ja, wo du dich entscheidest, vielleicht nochmal ganz neu zu beginnen. Und so segne und so behüte dich Gott der Allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geh in Frieden. Wir sehen uns nächste Woche. Wenn du magst, bleib behütet und bis bald.